Kunst des Speers. Das spitze Ende. Benutzt das spitze Ende. Okay. Mit einer Bonus auf Beherrschungsrate 2%. Plus 1 auf Erfahrung für alle Einheiten mit Speer. Ja, komm. Ah. Ja, Ritualplatz. Oh. Okay. Ja, gut. Du hast noch wie lange? 3 Runden. Okay. Siege rekrutiert. Juhu. Diese Samurai-Bogenschützen sind versierte Schützen, die es verstehen, präzise Werben bei der Pfeile mit der erworbenen Reichweite. Gut, noch eine Runde. Oh, Ninja exekutiert. Und sein Ninja konnte sein Ziel nicht ausschalten. Er wurde gefangen und umgehend hingerichtet. Oh. Das war ja ein toller Ninja. Ich will mein Geld zurück. So, hier, ne? Die haben wir dieses Pferd, ne? Das hört sich schon während dass ich da kniet, okay. Gut. Oh, abgeschlossen. Ein Naginata Dojo. Hey. Wir haben eine gute Nahkampfabwehr und eine gute Rüstung. Hoch. Hoch. Aber die brauche ich jetzt nicht. Unterhaltskosten 150. Okay. Das. Oh. Oh, was ist das? Warum ist denn eine Flagge? Irritierend, Hilfe. Kann ich das upgraden? Nein. Kann ich das upgraden? Nein. Okay. Ah ja. Oh, ich muss. Okay. Gefechtstutorial. Ich selbe mit Griff ein Gefechtstutorial zu beginnen. Akzeptiert und fortzufahren oder brecht ab, um zum Bildschirm vor dem Gefechtshof zu kehren. Dort könnt ihr das Gefecht automatisch ausspielen lassen und zum Kampagnenmenü zurückkehren. Ich mache mal ein Gefechtstutorial. So. Klick auf das Enternfeld startet ihr einen Enterversuch, indem ihr an das gegnerische Schiff heranfahrt und eine bewaffnete Truppe hinüberschickt, um es zu übernehmen. Solch ein Manöver erfordert von den teilnehmenden Kämpfern viel Geschick und Mut.
Entermanöver können jederzeit abgebrochen werden, indem ihr erneut auf das Entern-Feld klickt oder einen anderen Befehl erteilt. Dies ist die Provinz Sanuki, Heimat des mächtigen, aber harmlosen Sogo-Clans. Hier lernt ihr, das Gelände zu eurem Vorteil zu nutzen, den Einsatz von fortgeschrittenen Einheiten, das Umfassen des Feindes sowie das Inspirieren eurer Truppen. Seid ihr bereit? Klickt auf den Haken. Och nee, nicht das schon wieder. Scheint der Sieg, ja. Okay, ich dachte, es kommt was Neues. Je mehr es ein General gewohnt ist, seinen Soldaten viel abzuverlangen, umso mehr kann er sich auf ihre Reaktion verlassen. Karl von Clausewitz, deutscher Militärtheoretiker. Oh. Entscheidender Sieg. Juhu. Verloren? Nur 70. Hey! Während der Feind mehr verloren hat, als er aufgestellt hat. Bitte was? Hä? Keine Ahnung. Und Grund erobert. Ja. Ein Clan wird über die Insel Shikoku herrschen. Bald schon müsst ihr das Festland von Honshu für größeren Wohlstand und weitere Ressourcen in Betracht ziehen. Oh. Sendet Bingo. Eines eurer Schiffe zur Küste Honshus, um die dort lebenden Clans auszukundschaften. Das hier? Oh. Nun, da ihr auf dem Festland bekannt seid, wäre es ratsam, mit einem der Honshu-Clans zu handeln. Wählt das Diplomatiefeld unten rechts auf dem Bildschirm. Im Diplomatiefenster seht ihr die diplomatischen Beziehungen zu euren benachbarten Clans. Zudem könnt ihr neue Abkommen treffen. Ressourcen und Wohlstand können gehandelt werden. Wählt den Mazda-Clan, um die diplomatischen Verhandlungen zu starten. Mazda-Clan. Matsuda. Die diplomatischen Optionen werden links angezeigt. Guten Tag. Wählt die Option Handelsabkommen anbieten. Ein Handelsabkommen erhöht euren Wohlstand mit jeder Jahreszeit und ermöglicht es euch, Ressourcen mit euren Handelspartnern zu teilen. Zu handeln meinst du wohl? Einige Clans brauchen einen kleinen Anreiz, ehe sie ein Abkommen akzeptieren. Ihr könnt Geld anbieten, entweder über mehrere Runden hinweg oder als einmalige Zahlung. Seid ihr bereit? Wählt das Vorschlagfeld unten im Fenster, um mit den Mazda ins Geschäft zu kommen. Womöglich müsst ihr mit ihnen verhandeln. Wenn ich ein Handelsabkommen angeboten bekomme und ich es ablehne, habe ich da nicht Gründe, warum ich es ablehne? Ob diese Gründe dann mit etwas Anzahlung verschwinden, kommt ganz auf den Grund an, aber das ist irgendwie leicht fraglich oder hinterfragwürdig. Ja. Einmalig. Die Betonung liegt auf ein. Vielleicht würdet ihr von einem Handel profitieren, doch liegt das momentan nicht in unserem Interesse. Oh. Freunde sind immer willkommen, besonders in Zeiten wie diesen. Lasst uns reden. Oh, mit Sprachausgabe, okay. Na gut, 1000. Eure Worte sind absolut vernünftig. Eure Worte sind absolut vernünftig. Ich nehme gern im Namen meines Lords an. Was? Okay. Seid gegrüßt. Es ist immer nett, ehrliche Freunde zum Tee trinken und plaudern zu treffen. Tee trinken? Ich habe Alkohol erwartet. Okay, okay, ja, okay. Oh.
Ausgezeichnet. Ah. Ein Abkommen wurde getroffen. Juhu. Die nächste Jahreszeit wird eine erfolgreiche sein. Wenn ihr bereit seid, klickt zum Fortfahren auf Runde beenden. Euer Handelsabkommen hat ungewollte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Miyoshi-Clan will unsere Handelsroute überfallen. Dieser Piraterie muss umgehend entgegengewirkt werden, damit Handelsschiffe sicher die Häfen erreichen. Oh. Euch wurde hierzu eine Flotte unterstellt. Fügt sie eurem Bogenschiff hinzu und schützt eure Handelsrouten um jeden Preis. Ja, und wo ist der Miyoshi-Clan? Ach, da? Nein. Hä? Okay. Oh. Ach da. Oh. Nee, ich glaube, das ist wieder das gleiche Gefecht zu toll. Automatisches Gefecht. So. Sieg! Ja. Eure Handelsroute ist sicher. Als Sieger des Gefechts besteht die Möglichkeit, dass ihr ein feindliches Schiff erobert habt. Oh. Eroberte Schiffe werden im unteren Teil des Gefechtsstatistikfensters angezeigt. Beachtet jedoch, dass ihr von nun an für die Unterhaltskosten aufkommen müsst. Ich habe eine schwere Buhne verloren, aber dafür zwei kleine, eine mittlere und eine Bogen-Kubaya bekommen. Gerade so. Okay, ja gut. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch war. Die Miyoshi-Handelsroute ist nun verwundbar. Eure Flotte könnte reiche Beute erlangen. Wählt eure Flotte und klickt mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Miyoshi-Handelsroute. Durch Raubzüge erhaltet ihr einen Teil des Handelseinkommens und richtet Schaden an. Ich stelle in eine Schwertschule. Oh. Ich kann Katana-Samurai und leichte Kavallerie ausbilden, aber das lasse ich mal. Wow, kann ich was upgraden? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Okay. Tono, gomere. Ne, ist gut. Das macht er automatisch, okay. Der Chosokabe-Clan wird immer stärker. Es ist an der Zeit, eine Armee zusammenzutrommeln und die Provinz Awa vom Miyoshi-Clan zu erobern. Die Insel Shikoku wird euer sein. Kavallerie wird euch von Nutzen sein und kann in euren Stellen in Sanuki rekrutiert werden. Awa erobern. Nimmt Awa gefangen, um ganz Shikoku zu erobern. Nehmt Awa gefangen. Okay. Ich verstehe. Das mit dem Einkommen, also ich hätte gerne eine bessere Übersicht. So, müssen die hier nicht irgendwie reparieren oder so? Die Schiffe? Nein? Moment, was muss ich machen? Kavallerie. Okay, Kavallerie. Eure Ställe können euch nur mit leichter Kavallerie versorgen. Mhm. Doch wenn ihr die Provinz Awa erobert, stehen euch die besten Schlachtrosser Shikokus zur Verfügung. Oh. Der Klang eurer herannahenden Kavallerie wird selbst die mutigsten Männer in die Flucht schlagen. Außer diese mutigsten Männer haben Speere. Das wäre dann nicht so cool. Komm, 4 Kavallerie, das muss reichen.
Gut, dann warten wir mal. Ach, Moment. Wie Kunst, genau. Ach, ich mach mal Kunst des Chi. Hachi. Was ist das? Oh, was ist das? Freund oder Feind? Achso, Urakan. Okay. Ja, ne, weitere Kunst, genau. Kunst wird beherrscht. Ja, Beherrschung der Künste verbessert unser militärisches. Achso, alle Dinge besitzen eine Energie, die nur darauf wartet, freigelassen zu werden. Denn der Gärtner ist nur ein Traum des Gartens. Oh. Schöner Spruch. Achso, okay. Todo Fuken. Wenn die Menschen mit Weisheit regiert werden, ist ihnen dies selten klar. Und sie sind erst dankbar, wenn die Weisheit hinfort ist. Hm. Weißbörse? Oh. Okay. So, jetzt habe ich ja die Kavallerie, ne? Genau. Oh, Sakutsuda. Ah. Ach, Moment, ich hab doch. Kann ich wieder einen Ninja rekrutieren? Ja. Agent rekrutiert. Ach, da steht ja noch was zum Ninja. Yukiyoshi Ninja. Io. Ein Agent wurde blablabla. Ninja sind wahre Meister der List und Tücke. Dank ihrer Ninjutsu-Fähigkeiten können sie sich unbemerkt auf feindlichem Gebiet bewegen, um den Feind auszuspionieren und dessen Armeen und Schlossstädte zu sabotieren. Aus dem Schatten heraus töten sie feindliche Generäle und Agenten gleichermaßen. Ninja dienen ihren Armeen als unerlässliche Kundschafter und ihre Verbindungen zur Unterwelt halten sie über die aktuellen Ereignisse in verbündeten Provinzen auf dem Laufenden, wenn sie sich darin befinden. Ja. Kunst wird beherrscht, sehr gut. Studiert zurzeit Geheimpolizei. Das Volk und seine Herrscher müssen von ehernen Kriegern beschützt werden. Hä? Ehernen? Geheimpolizei. Okay. Wenn die Menschen mit. Okay. Okay, Geheimpolizei, minus 20% Kosten der Aktionen von Mitsuke, keine Ahnung was das ist. Ein Feld hat keinen Nutzen, bis die Bauern kommen. Und welchen Nutzen haben die Bauern ohne das Feld? Das nehme ich. Das gibt ja plus 2% von Bauernhöfen in allen Provinzen generierter Wohlstand. Sehr gut. Wäre gut, wäre gut. Wie weit kann der Ninja laufen? Nicht weit. Doch, sehr weit. Ich find's cool, wie der Ninja einfach wie Ninja läuft. Gut. Aber ich glaube, da wird nicht schnell genug ankommen, oder? Ah, da ist sowieso nicht viel drin. Kaching, Kachong, Kaching, Kaching, da steht in Flammen. Hey.
sehr gut. Awa ist gefallen. Ja. Ihr verfügt jetzt über die besten Pferde Japans. Oh. Baut Dojos neben euren Ställen, um Bogen-, Yari- oder Katana-Kavallerie zu rekrutieren. Oh. Ihr seid jetzt ein furchterregender Anführer und eure Ausbildung ist beinahe zu Ende. Oh. Geht. Sorgt dafür, dass die Chosokabe eine große Macht auf dem Festland werden. Okay. Sind erfolgreich, sehr gut. Nehmt von mir her. Dies ist in der Tat ein verheißungsvoller Tag, mein Lord. Wir haben diese Mission zum größeren Wohle des Clans erfolgreich abgeschlossen und können nun die Früchte unseres Erfolgs genießen. Ja. Erobert die Provinz Zetsu, um einen Stützpunkt auf dem Festland zu errichten. Okay. Mission erteilt. Erobert die Insel Awashi, keine Ahnung. Ein und treibt den Miyoshi-Clan zurück auf das Festland. Ah, Miyoshi. Verstehe. Gut, aber er. Eine Zukunft. Wer oder was ist das? Ein Agent. Ja, okay, aber was macht er da? Was macht er da? Ah. Bitte hier reparieren. In Marktgebäuden werden Metzger rekrutiert. In Awa befindet sich ein solches Gebäude. Ihr könnt dort also einen Metzger rekrutieren. Ach, Metzger, ich habe verstanden. Metzger, ich wollte schon sagen, hä, was? Okay. Wer die Schatten sieht, hat im Licht die Macht. Metzger handeln mit Bestechung und Korruption, sorgen für Ordnung und halten Ausschau nach Assassinen und Spionen. Oh, also sowas wie die korrupte Sheriff? Metzger sind weitaus effektiver, wenn sie zur Ergreifung feindlicher Agenten eingesetzt werden. Sie sind außerdem Meister der Bestechung und Überzeugung. Sie bringen Armeen, Generäle und Schlossstädte gegen ihre Herrscher auf. Bedenkt dies, wenn ihr einen Metzger losschickt. Okay. Tono, komu ni gozaimasu ka? Okay. Oh, oh. Okay. Ja. Okay. Wie konnte ich hier reparieren? Ich hab's vergessen. Was wird das? Ach, bitte repariert. Nein, so geht doch. So. Kannst du dich bewegen? Nein. Okay. Hey. Versuchte Festnahme. Die Rechte anderer bedeuten hier wenig. Ein feindlicher Metzger ist in deinem Versuch fehlgeschlagen, einen unserer Agenten festzunehmen. Okay. Tod dem Metzger? Schätze ich. Attentat ausführen. Ja, bitte. Oh, Moment. Huch. Oh. Okay. Ich dachte, das ist nur eine Person.
Hä? Oh. Okay. Wow, du bist ja ein Ninja. Also, dass dir sowas passiert, dass du stolperst. Du als sie, also ich habe mehr von dir erwartet. Aber hey, hey, es ist erfolgreich, oder? Nimm das Messer mit. Es ist doch so klar, dass er ermordet wurde, Mensch. Yay, fein verwundet. Zwar konnte der Ninja sein Ziel nicht ausschalten, er konnte den Gegner jedoch verwunden und für eine Weile außer. Wo hast du ihn gestochen? In die Schulter? Wow. Ja, also was ich schauen wollte. Ah, hier kann ich was upgraden. Stelle. Ah. Okay, ich muss einfach du behalten. Und hier, was ist das? Stadt. Straßen. Achso, wohin ein Fuß gesetzt wurde, folgen sicher bald schon andere Straßen in der Stadt. Okay. Plus 2% auf die Verstärkungsrate in dieser Provinz, Bewegungsgeschwindigkeit auf Straßen um 30%. Erhöht um 30%, okay. Ah ja. Und hier? Ja, Straßen, okay. Dann würde ich mal sagen. Oh. Okay. Oh. Können wir nicht so hier angreifen? Ach, das geht nicht, okay. Was macht er da? Ey. Umstimmungsversuch. Divergent steht trotz der Bemühungen des Feindes zu seiner Überzeugung. Wachste Unruhe. Die Spannungen in dieser Provinz erreichen einen gefährlichen Punkt. Wird der Ärger des Volkes nicht beschwichtigt, wird es zu Aufständen kommen. Was? Dienstwillig. Mein Lord, der Sohn eines eurer treuesten Untertanen und ein hervorragender Soldat möchte sich dem Clan als würdig erweisen. Er bietet daher um die Möglichkeit, eure glorreichen Streitkräfte in den Kampf zu führen. Oh, er will General werden? Eine Armee kann nur unter guter Führung Schlachten gewinnen. Er soll die Chance haben, seinen Wert unter Beweis zu stellen. Der Eifer dieses Mannes ist bewundernswert, doch sind seine Dienste derzeit nicht vonnöten. Ach komm, ja, warum nicht? Und wo ist er jetzt? Muss er sich noch als würdig erweisen? Ach, hier, da ist er jetzt. Der Hauptstadt. Ja, gut. Okay. Ich möchte, dass du dahin gehst. Du? Mach du bitte den hier weg. Oh, ich hab kein Geld. Gut, dann eben nicht.